Überraschung! Der Ego-Shooter Titanfall ist erfolgreich gestartet. Glaubt man der Webseite Videogame Charts, so hat das Spiel nach den ersten 5 Tagen bereits die 1-Million-Marke geknackt. Der Löwenanteil geht dabei deutlich an die Xbox One-Version. Knapp 900.000 Mal wurde Titanfall für die neue Microsoft-Konsole verkauft. Weitere 100.000 Versionen gingen für den PC über den Ladentisch. Damit konnte sich der Shooter vor einem Dark Souls 2 an die Spitze der weltweiten Verkaufscharts setzen. Auch die Xbox One selbst hat durch die Veröffentlichung von Titanfall profitiert. Der Absatz der Konsole wurde mehr als verdoppelt, laut Microsoft. Trotz der guten Absatzzahlen, die PlayStation 4 von Microsoft hat noch immer einen großen Vorsprung. Die PS4 steht kurz vor der 7-Millionen-Marke. Die Xbox One ist mal gerade eben bei 4,5 Millionen verkaufte Konsolen. Ob Titanfall der Xbox One dauerhaft helfen kann, den Abstand zur PS4 zu verkleinern, werden die nächsten Wochen zeigen. Titanfall selbst dürfte in Kürze aber auch die 2-Millionen-Marke knacken, denn in wenigen Tagen erscheint endlich die Version für die Xbox 360. Die Resonanz der Spieler und der Fachpresse zum Ego-Shooter ist fast durchweg positiv ausgefallen. Und glaubt man diversen Gerüchten im Internet, arbeitet das Entwicklerstudio Respawn Entertainment bereits an Teil 2.